4. Lektion 4. Seite 44, Übung 4. Radiosendung Aufwachen. Teil 1. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Sind Sie schon unterwegs? Ja, wohl dem, der schon unterwegs ist. Denn erstmal muss man ja aufwachen. Und aufwachen, das habe ich zumindest für mich persönlich festgestellt, geht langsam. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder springt man sofort, wenn der Wecker klingelt, aus dem Bett, spritzt sich etwas Wasser ins Gesicht und findet sich ungefähr eine Stunde später hinter einem Schreibtisch wieder. Und weiß gar nicht mehr so genau, was in der Zwischenzeit passiert ist. Oder man ist konsequent und verbringt die Stunde gleich im warmen, weichen Bett und ist schon beim Aufstehen im Körper und Geist wach. Ich weiß nicht, wie Sie diese erste Tagestour bewältigen. Unsere Sendung erzählt uns, wie es den anderen dabei geht. Morgens weckt mich die Freude an der Arbeit auf. Wer oder was weckt uns morgens auf? Ich weiß es nicht. Ich schlafe und wache auf. Punkt. Am Wochenende wecken mich meine Eltern. Die ziehen mir die Bettdecke weg und werfen die runter. Ich habe ein Hochbett. Und dann muss ich eben aufstehen. Wer weckt mich? Der Himmel, die Sonne, die Helligkeit. Ich darf ausschlafen, weil ich arbeitslos bin. Zurzeit. Leider. Wenn der Wecker klingelt, dann mache ich ihn aus und versuche weiterzuschlafen. Aber dann kommt meine Mutter und hindert mich daran. Mich weckt meine kleine Schwester auf, indem sie schreiend durchs Zimmer rennt und sagt, dass ich zu spät zur Schule komme. Teil 2. Den Traum vom Leben ohne Wecker hat wohl jeder schon mal geträumt. Wie der Mensch aber wirklich den Tag ohne Wecker erlebt, beschreibt ein Experiment. Abgeschnitten von Tageslicht und Uhren wurden Testpersonen über längere Zeit beobachtet. Also, wir haben ja normalerweise einen 24-Stunden-Rhythmus. Wenn wir uns jetzt zurückziehen in einen von der Außenwelt abgeschlossenen Raum und keine Informationen mehr von außen haben über die entsprechende Zeit, dann wachen wir wieder auf. Merkwürdigerweise nach 25 Stunden. Also, das heißt, die innere Uhr geht etwas anders als die äußere Uhr. Die muss sich ständig, jeden Tag neu, mit der äußeren Uhr abgleichen. Das hat einen einfachen Grund. Wenn es gleich liefe, würde sich das System aufschaukeln. Solche Systeme führen irgendwann zum Zusammenbruch und zur Krise. Wenn Sie jetzt Leute so abgeschirmt über Wochen halten, dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Niemand weiß, woher das nun wirklich kommt. Die verlängern ihren Tag. Die verlängern ihren Tag auf 30, 35 Stunden, 40. Die ordnen ihren Schlafrhythmus subjektiv und der längste subjektiv organisierte Schlaf-Wach-Rhythmus, der bisher beobachtet wurde, war 67 Stunden. Das heißt, derjenige hat 67 Stunden für einen Tag gehalten. Und das aber ganz regelmäßig. Teil 3. Das Schönste entgeht solchen Testpersonen. Der Genuss, wenn der Wecker am Wochenende schweigt. Am schönsten finde ich es wirklich, wenn ich sonntags von allein aufwache, der Kaffee schon gekocht ist und man hört gerade so die Toastbrote herausspringen und es riecht einfach nach Frühstück und mein Freund kommt rein und sagt, möchtest du frisch gepressten Orangensaft oder ein weich gekochtes Ei? Pff,
Für mich ist Aufwachen am Sonntag am schönsten, weil ich dann immer Mama wecken kann und das finde ich immer ganz lustig. Dann schleiche ich mich an Mamas Bett und sage, guck, guck, und rüttle sie wach.